Hallihallo, hier ist wieder euer Darth Steffen zu einer neuen Folge Let's Play Deponia. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und wir schauen mal, was wir weiter noch machen können. Denn ich weiß, dass mir noch etwas fehlt, aber ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo sich das befindet. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Kann ich denn hinter Tonis Hütte gehen? Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Okay, Waschbecken. Boah, was für eine Plörre. Ja, sieht wirklich widerlich aus, das Zeug. Aber wo... ist denn die Zahnbürste, die ich noch brauche? Ist die da drinnen? Boah, was für eine Plörre! Irgendwo befindet sich hier noch eine Zahnbürste. Mach ich jetzt gerade nicht. Sorry, wo sie ist. Wo ist die Zahnbürste nochmal? Verwirrt mich gerade etwas. Ah, hier. Hörste, die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Das ist so genial. Ich liebe die Stelle. Die Zahnbürste. Hier. Kuckuck, Zahnbürste. Put, put, put. Komm zu Papa. Mist. Ich brauche wohl ein... Wow. Ein sehr komischer Plan, aber er funktioniert. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Warum auch immer eine Zahnbürste Wasabi in die frisst. Aber es klappt. Pass auf. Put, put, put. Komm zu Papa. Hab sie! Quatsch! Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Oh je, ich würde lieber nicht wissen. Ich will sie lieber nicht wissen, aber ich packe sie mal ein. So. Zahnbürste? Check. Hm, ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Hm. Jetzt passt es. Frag mich auch, was der da gesucht hat. Dann kann's ja losgehen. Na los, ab! Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spare dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel... spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch. Sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Oje, oje, oje. Das geht noch schön schief. So. So, und wohin jetzt damit? Das Staufach ist zu. Mach's auf. So, und nun? Nun den Koffer rein. Na, geht doch. So. Kein Problem. Mist, der
ist ja festgeschraubt. Tja, dafür haben wir auch den guten Schraubenzieher mit meinem Freund. Da. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Na, mach weg. Komm nicht die Batterie. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Naja, tu einfach die Batterie rein. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger... Ja. So, ach komm, kalibrieren wir erstmal das Teil hier. Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Wie du meinst. Da muss ich jetzt noch machen hier. Schiene. Das muss ich mit der Batterie doch aber noch wie machen. Hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Aber wie muss ich die da reinmachen, glaube ich? Warte mal. Da muss nichts geschraubt werden. Mist, wie ging das jetzt nochmal? Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Warte mal, hinter Tunis-Hütte, glaube ich. Da gab es noch irgendwas, gab es da. Ich geh nochmal schauen. Da gab es irgendwas, gab es noch. Dahinter. Was ich enthaben konnte. Ich gehe mal fix hier. Nee, vor Tunis-Hütte gehe ich. Gehst du raus? So. Genau. Den Briefkasten brauche ich. So. Jung. Und hier hat auch noch irgendwas, was ich rausnehmen konnte. Autsch! Heiß! Na klar, ich will die Schule brennt. Egal, ich geh erstmal zu denen hier. Hätte den an. Nichts Langes. Hallo, Hanek. Hi. Na. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja. Es gab einen Einsturz in Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? So was gibt es doch gar nicht. Und ob? Ich hatte mal einen. Und er war auch ganz bequem. Bis ich den Schalter gefunden habe. Ich krieg das schon hin. Sicher. Ich schreib dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Alles klar, dann los. Hauen wir mal ab hier. Das hat Spaß richtig beginnt hier. Das ist ja nur das Vorgeplänkel hier. Also noch nicht wirklich was Spannendes, wie ihr seht. Aber Spannende kommt dann noch.
Das sage ich euch jetzt schon mal. Das wird auch sehr lustig werden. Und jetzt habe ich nämlich das, was ich noch brauche. Das Gerät dahin. Und das Ding dahin. Ha, passt. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Und auf geht's. Kalibrier mal das scheiß Teil. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Na, seid ihr mal da nicht so sicher, mein Freund. Nur. Runter. Hoch. Links. Einfach drauf. Reicht nicht, ne? Bep, bep. Hehehe. Aber so. Einmal so. Einmal so. Ich krieg den schon hin, wo ich den will. Das ist mich nicht ganz so einfach gewesen. Letztes Mal war es auch schon länger her, jetzt wo ich das gespielt habe. Habe ich auch ein ganz Stück gebraucht. Das dahin zu bekommen, wo ich es brauchte. Dahin. Bep, dahin. Was hängt doch noch drauf? Warte mal. Ja, genau. Ich hab's. Ah, ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. Oh, nee, ne? So, oh, nee. Das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Ja! Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Oh Gott. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Das Lustige kommt noch. Dies auf, ist der Leute. Finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Jetzt wird's gleich geil. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Lol. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Das ist ja nett, ey. Was ist das für eine Alte? Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Na gut. Ach, weißt du was? Wir sind mal die Lunte an, wa? Jetzt wird's spannend. Juhu! Und
Korridor. Oh, jetzt. Ich freue mich jetzt auf die Szene. Das wird geil. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nüten. Die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Bäm. Du wie Sache dran. Geil, Alter. Ich liebe die Szene. Die ist so geil. Und jetzt hänge ich an den irrenden Kreuzern. Na schön, danke aber auch. Aber ein Kletterkünstler ist ein Kopf. Und nochmal. Das kann er. Puh, was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Wie geplant, na logisch. Dong sind noch da, Jens ist noch da. Das war's. Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Was für Ironie, ne? Jetzt braucht ihr einen Seitenschneider. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lass ihn mal lieber zu. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Wartet mal, Ah, mit der Klappe, genau. Solange die Klappe zu ist, kann ich ihr auch keine Socke anziehen. Dahinter schläft... Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Dahinter schläft der Wartungsarm. Aber wie habe ich das aufgemacht gehabt? Dahinter schläft... Ein Drahtgitter. Dahinter führt ein Schacht nach oben. Wartet mal. Damit kriege ich die nie auf. Wartet mal. Ja? Ein gut geöltes Getriebe. Die Farben müssen was mit den Fließbändern zu tun haben. Glaube ich auch. Dahinter... Keine Chance, um in die Ritzen zu... Dahinter verläuft ein Sturzbach aus Schrott. Tja, Heimweh geht anders. Woher ist da nichts mehr? Wie ging das denn jetzt hier weiter? Verdammt. Ich habe doch nur das und das. Kann ich das... Ha, ja, genau. So ging das. Dann die Socke. Ja. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Ah. Solange die Klappe zu... Jetzt weiß ich, glaube ich, wie es ging. Warte. Aber die Socke. Die Socke an die Klappe. Genau. Jetzt komme ich da ran. Roboterarm kann ich, glaube ich, die Luke aufmachen. Genau. Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig.
schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Oh Gott, Rufus wird größenwahnsinnig. Oh, komm, ich spiel mal ein bisschen hier. Haha, nehmt das. Nein, nicht. Ah. Was ist das? Ah! Ups. Ah! Gut Flug. Das war dann wohl der falsche Hebel. Verdammter Idiot. Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Ha, dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Piu, piu, zap. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Oh-oh. Und auf den Flug! So, wenn er gerade Scheiße gebaut hätte, hätte er es geschafft. Ach so, ist er wieder auf die Boje. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon BÄM! Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. So. Aber an dieser Stelle beende ich mal die Folge, weil ich bin schon bei 20 Minuten, glaube ich. Und ja. Raus wieder mal rein. Der zweite Tipp. Und ja. Wir sehen uns dann nächste Woche Montag wieder zur nächsten Folge. Let's Play Deponia mit eurem Darth Steffen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, schönen Freitag noch, da wann ihr auch gerade die Folge schaut. Und wir sehen uns nächste Woche wieder zu meinen Let's Plays. Ciao mit V. Tschüss.